Und da sind wir wieder bei einer weiteren Runde von The Legend of Zelda Ocarina of Time hier im Geistertempel. Wir machen erstmal hier die Skulptur kaputt. Ja, so grinst ich auch gerade. Da stellt sich mir eine bescheidene Frage. Was bringt das? Ah! Hast du mich erschrocken? Was machst du hier? Hier ist doch nicht nur Dongos Höhle. Yay. Yay, Kamin! Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf C legen. Lege sie mit C ab. Diese neuartige Bombe kann an Wänden hinaufkrabbeln, also zähl gut, wie wir gerade gesehen haben. Hi. Okay. Dies ist echt beeindruckend. Nee. Und das hier sieht nach einem Platz für eine Kiste aus. Vorzugsweise eine Kartenkiste. Mir aus kann auch irgendwas anderes drin sein. Solange es nicht wieder Rubine sind. Ich möchte nur vorab anmerken, ich stehe auf diese Kiste. Die Labyrinthkarte. Drücke Start, um sie im Kartenbildschirm anzusehen. Labyrinthräume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt deine derzeitige Position. Bewege den Control-Stick, um ein Stockwerk auszuwählen. Was gibt's hier noch so? Fliegst du wieder? Symmetrie. Da geht's nicht lang. Da ist ein Schalter. Oh. Deswegen steht da das Teil. Schon besser. Toll, aber da kommen wir nicht rüber. Ich hoffe, die ist ja als Erwachsener noch. Das wäre sonst ziemlich mies. Naja, gehen wir weiter. Nee? Okay. Ich mache mir mal gerade ein bisschen Licht. Das gefällt mir. Sehr komfortabel. Hi, du. Bye, du. Da hinten und da, okay. Das ist jetzt nicht das größte Problem. Ah! Das
Das macht natürlich mehr Sinn. Waren zu die zwei? Das waren doch bestimmt mehr hier. Ich habe doch bestimmt welche übersehen. Gucken wir erst mal, wo die Fackeln sind. Eins, zwei. Das sind tatsächlich nur die drei. Naja, kümmern wir uns erstmal um das hier. Alter, wie mir dieses Hin- und Her-Gescharre einfach auf die Nerven geht. Meine Güte, das hält doch kein normaler Mensch aus. Nicht da hoch. So, ab in die Sonne mit dir. Hast du ein bisschen Sonne verdient, meine Sonne? Die Sonne ist da. Also, das Sonnenlicht. Okay, eins, zwei. Ich glaube, das hier ist voll der Umweg eigentlich. Ich hab doch eine übersehen. Au. Alter, ich... Ist das nervig. Sowas passiert dann immer, wenn man einen Druck hat, ne? So, geht doch. Alter, ich möchte hoch. Lass mich da hoch. Geht doch. Yay. Haben wir das wenigstens nicht umsonst gemacht. So, jetzt raus aus diesem Raum, der geht mir gehörig auf den Kieker. Hm? Ah. Bumerang. Sehr schön. Ja, Herzen, wie großzügig. Die können wir mal gut gebrauchen. Hübsch hier. Was ist das? Hallo? Hi, hab ich dich geweckt? Scheinbar. Ein Eisenprinz, nämlich fast in einer schweren Rüstung, Axt in Acht. Schlage zu, wenn er seine Deckung vernachlässigt. Okay. Bin ich da? Hab ich doch getroffen. Eben habe ich die ganze Zeit nicht getroffen, Alter. Der haut aber rein. Ich glaube, wir standen eben gerade schon zu weit weg von ihm. Ah!
Au. Au, das sollten wir vielleicht lassen. Okay. Dieses eine Herz, das verteidige ich, oder dieses halbe Herz besser, das verteidige ich mit meinem Leben. Sag ich doch, das verteidige ich mit meinem Leben. Das passiert, wenn Sefi sich ein bisschen mehr konzentriert beim Spielen. Dann spielt sie nämlich plötzlich einigermaßen passabel. Hey, was ist, Lichi? Überrascht mich zu sehen. Lange Jahre in der Zukunft bedeuten anscheinend gar nichts. Hier sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit als reine Legende seien. Lichi, du hast viel Erfahrung gesammelt. Das Schicksal Hyrules liegt von nun an in deinen Händen. Vielleicht ist meine Zeit jetzt vorüber. Hier ist ein letzter Rat. In diesem Tempel hausen zwei alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlage sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Möchtest du das, was ich gesagt habe, noch einmal hören? Nein! Ich werde dich weiterhin beobachten. Viel Glück! Durch den Felsen! Sehr realistisch! Heiliger, aber Burns, die Truhe groß. Die Krafthandschuhe. Trägst du sie, hast du die Kraft, mit A auch sehr schwere Dinge anzuheben. Aber einem kleinen Jungen sind sie zu groß. Zudem hast du versprochen, sie Naboru zu geben. Halte also dein Wort. Okay. Das klingt nicht sehr gesund. Hey, was macht ihr mit diesen... Was macht ihr miesen alten Weiber mit mir? Ah, lasst mich! Ihr widerlichen alten Hexen! Ihr seid Ganondorfs eklige Sklaven! Flüchte, Lüchte! Schnell! Verdammte Hexen! Sie setzen schwarze Magie gegen mich ein! Tja, und damit gibt es hier nichts weiter für uns zu erledigen als Kind. Also schnell zur Zitadelle der Zeit. Damit wir groß werden und dann in den Tempel zurückkehren können. Und wieder durch die Wand. Na gut, wir waren wenigstens noch ein Haufen kleiner Lichtfunken im Gegensatz zur Eule gerade. Hat wohl gedacht, ich sehe das nicht. Ich sehe sowas sehr genau. Das. Hätte ich gerne in meiner Hand. So, wie war jetzt nochmal das Requiem der Zeit? Ich kann mir sowas ja nicht merken. Das ist die Nocturne Schattens. Dam. Okay. Wie war die jetzt nochmal? Okay. Nein? Ah. Wie? Gott, ich sollte mir das vielleicht genauer angucken. Dam. Okay. So, geht doch. Warum denn nicht gleich so? Kurz was trinken?
Geht doch nichts über einen Schluck frischen Saft. So, und da wir hier die Wundererbse gepflanzt haben, können wir jetzt uns das Herz zeigen, was da noch ist. Oder auch nicht. Könnte sein, dass wir noch ein oder zwei Versuche dafür brauchen werden. Naja, fliegen wir jetzt mal wieder durch die Gegend, gucken uns die Gegend an. Schön hier, ne? Vor allem der Felsen hier. Der Felsen da. Voll hübsch. So, geht doch. Das ist meins. Und damit haben wir einen weiteren Herzcontainer und unsere Energie wird aufgefüllt. So, Gott sei Schrank. Das war mir auch gerade ein bisschen zu knapp mit dem halben Herz. So, zurück. Im Schattentempel. Fällt mein Hinterlass dich jetzt eine Truhe? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich eine Bombe nehmen. Au. Ich sollte echt vorsichtiger spielen. Ich lerne es nie. Das ist hier wenigstens Ruhe. Mir war so, als würde ich eine Truhe spawnen, aber egal. Jetzt kommen wir hier wenigstens weiter. Und jetzt können wir endlich den Rest vom Schattentempel erkunden. Und vom Schattentempel, da waren wir doch erst. Geistertempel, so heißt das Teil hier immer noch. Beautiful. Das haben wir gleich. So, dann gehen wir hier lang. Intuitiv nach links natürlich. Hi, du. Ja, komm. Greif an. Wieso kriegt der Erwachsene Link einen so sehr leichten Gegner? Was ist das hier? Hier steht die Inschrift aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Ja, aber warum? Da fragt man sich doch, was der Geistertempel und die Gerudos mit dem Königshaus zu tun haben. Ist da drin, was ich denke, dass da drin ist? Der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. Schön. Ich meine, die Hylianer, die beten doch alle Hylia an. Und die Gerudos haben ihre Sandgöttern. Warum sind quasi hier bei der Sandgöttin Artefakte aus dem Königshaus von Hyrule? Au, den hätte ich eigentlich kommen sehen müssen. So. Na, na, na. Das klingt irgendwie gruselig. Müssen wir das da runterspringen? Nee, dafür ist das zu weit. Ja, das ist definitiv zu weit. Au. Ah, da brauchen wir ein bisschen Hilfe.
Ich nenne es Operation Stepping Stone. Die nicht sehr gut funktioniert. Na, sammeln wir es mit den übrigen ein. Ech. Ich und nicht einfach hier zu sein. Jo, das war knapp. Wie gesagt, es stellt sich die Frage, wie wir jetzt an den Teil rankommen. Fliegen können wir nicht. Zumindest nicht in dieser Form. Geht doch. Me? Da, Me? Lass mich gehen. Lass mich gehen. Ich mag keine Raubschleime. Die sind so schleimig. Und räuberisch. Ich mag keine Räuber und ich mag keine Schleime. Perfekte Kombination. Da war es ja schon die Tür. Als hätte er das gehört. Hier, schluck das. Das war's mir wert. Komme ich hier so hoch, dass ich gebissen werde von der Spinne? Na ja. Soll der Raubschleim doch da bleiben, wo er will. Ich mir wuppe. Voll daneben. Ich höre den da unten immer noch. Das ist ein bisschen gruselig. Fangen wir mal an, eine Person zu verbrennen. Sieht man das auch? Nein. Hätte ja sein können, dass das nur eine ist, die man dann... kann man das halt nur drehen? Ich möchte das Teil drehen. Wäre das möglich? Option da. Nein. Aber besser als gar nichts. Nope. Naja, die hinterste kannst du schon fast gar nicht mehr sein. Ich glaube, da kriegst du schon gar keine Reflexion mehr. Na, tschüss. Nee, ist ja nicht so, als hätten wir schon genug Rubine. Kurz mal wieder zurück. So, damit die Tür auch aufbleibt, dann müssen wir ja gleich noch durch. Das geht durch eine geschlossene Tür natürlich schlecht. Also, da beschwere ich mich nicht. Bei meinem Kamikaze-Spielstil. Ich hasse dieses Spiel. Ist da noch was drin? Ich ist voll fies. Ach, hier sind wir. Ich finde das irgendwie voll cool, dass der Wüstentempel so gespiegelt ist. Und dass sich in den 7 Jahren nichts verändert hat, finde ich sehr erstaunlich. Nein. Entdark brauchen wir. Und eine weitere Skulptur für uns. Sehr nice.
So symmetrisch. Oh, hi. Da hat aber jemand Zettel in der Arme. Wie sollen wir da jetzt wieder hochkommen? Ich kann doch nicht fliegen. War vielleicht nicht die schlauste Methode, sich einfach runterzustürzen. Ah, Enterhaken, natürlich. Ich bin ja auch ein Dödel. Ich habe schon das große P in den Augen gehabt, dachte schon, ich müsste den ganzen Weg umsonst mal laufen. Das wäre wirklich ärgerlich. Wow. So. Hier kann man sich einfach so... Oh, nein, kann man nicht. Aber wir können den Gleitstiefeln. Das ging aber ganz genau. Warum hat die Sandgöttin bitte ein Heimwappen in der Hand? Das geht hier doch nicht mit rechten Dingen zu. Naja, Symmetrie muss sein. Ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ne, ich möchte die Truhe öffnen. Sehr schön, dann können wir da oben nämlich weitergehen, wo die verschlossene Tür war. Ich hätte gerne wieder die normalen Stiefel. Dankeschön. Die guten alten Lederstiefel. Stieflich, lederlich, gut. Frage mich, ob die aus echten Leder sind. Sicherlich. Also wäre ich jetzt Link, würde ich die ausziehen und barfuß weitergehen. Ohne Witz. Ach, da können wir uns aber rüberziehen. Tja. Ein verrosteter Schalter haben wir lange nicht mehr gesehen. So. Das ist die Frage, gehen wir da unten lang? Hm. Gute Frage. Na, gehen wir mal da. Den Schlüssel hatten wir rein theoretisch eher. Ich hoffe, das wird jetzt nicht... Dies will ich jetzt nicht allzu wehtun. Der Zielgenauigkeit. Hi, ich muss immer lang, danke. Hm? Ah, hier schon wieder. Kümmern wir uns erstmal um den da. Naja, das ist ziemlich schlecht gefangen. Hi, ich muss da lang. Lässt du mich bitte durch? Sehr brav, danke. Und ich muss da durch. Und ich muss hier lang. Das wäre nice, danke. Einmal kurz durchlassen. Gott, ich muss sie da alle rechtzeitig hinkriegen. Ne, das kann ja was werden. Ein Firefox Anubis, dieser Anfänger ist besonders anfällig für Feuer.
Ich habe mein eigenes Feuer dabei. Kann ich das benutzen? Jetzt mal nur so gefragt. Ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Wisst ihr was, für dich habe ich was ganz Besonderes. Da. So. Das macht mich traurig. Und wütend. Aber auch traurig. Und wütend. Lass mich raten. Ja, ein Schritt vorbei. Das Teil geht wieder runter. Na, der ist nicht echt. Woher wusste ich das? Hi, du! Au. Da kommen wir gleich mal her. Also, der ist zu früh explodiert. Der ist auch nicht echt? Ja, yeah, soll ein Truhen sein. Die sehe ich aber nicht. Sind die unsichtbar? Ah, ich glaube, ich bin gerade irgendwo gegengelaufen. Oder bilde ich mir das ein? Ja, bin ich gegengelaufen. Gut, dass der Kompass da ist. So, lass mich raten. Wir sind jetzt hier beim Dingsens. Wow, das ist eine Symmetrie. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder gegen den Eisenprinz kämpfen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich